Es hat der Paul am Längengrad 108 zum Zweck des Reichtumsammelns eine Mine aufgemacht. Da selbst in einem tiefen und sehr langen Schacht, wo es selbst mittags um 12:30 stockfinstere Nacht, sucht er für sich und seine armen Anverwandten pro Tag so 3-4 große Diamanten. Er hat, weil er ja weise ist und klug, gleich untertags einen praktischen Tresor. Man hört von Raub und Diebstahl täglicher genug. Dem schiebt das Paulchen gleich von Anfang an einen Riegel vor. Und legt man den Tresor auch tief in einem Stollen an, heißt's nicht, dass nicht ein anderer noch viel tiefer graben kann. Denn was da klirrt mit Schaufel und mit Hacken, sind sicher keine Maulwurfkiefer oder Backen. Es teilt der Paul mit uns den berechtigten Verdacht, worauf er spornstreichs und direkt eine Wendung rückwärts macht. Diamantendiebe? Sie werden es nicht glauben, ich hab ihn, und was für ein Prachtexemplar! Wenn mir dafür nicht 2 Millionen auf die Haare... Sie sind doch wirklich so dämlich, wie Sie lang sind, Hopkins. Sie müssen Ihren Kaugummi ja auch nicht unbedingt auf den Fußboden spucken. Da unten im Tresor ist etwas Unangenehmes passiert. Ich glaube, er hat mich erkannt. Irgendwann musste er seine stillen Teilhaber ja kennenlernen. Wohnt bei Ihnen zufällig ein Mensch, der Diamanten stiehlt? Und ich wette, die haben noch nicht einmal einen Waffenschein. Haben Sie das dämliche Gesicht gesehen, das er gemacht hat? Naja, man muss ihm zugute halten, dass er viel unter der Erde arbeitet. So, er hat noch nicht genug. Na schön, verpassen wir ihm noch ein Ding. Das ist wieder typisch für Sie, dass ich für Sie die Arbeit machen darf und Sie haben das Vergnügen. Nun werden Sie nicht gleich wieder metaphysisch. Hier schießen Sie. Ich reiß die Tür mit einem Ruck auf und dann ballern Sie los. 1, 2, 3, Feuer! Ah, schließen Sie das Tor wieder, Miller! Mhm. Ich dachte, ich soll zumachen, weil es zieht. Das Gesicht war auch nicht sehr intelligent. Sie müssen immer denken, Heuschnupfen wäre wesentlich unangenehmer. Ach, Sie mit Ihren dämlichen Bauernregeln. Ja, mit Speck fängt man Mäuse, Hopkins. Er wird seine Diamanten vermissen und wird ihn hier bei uns suchen kommen. Es bleibt bei dem, was ausgehandelt war. Jeder von uns bekommt die halbe Mine. Also, dass es immer wieder Leute gibt, die sowas rumliegen lassen. Im Moment, wo seine rosa Rübe auftaucht, drücke ich ab. Können Sie ihn schon sehen? Ja, aber merkwürdigerweise ist er gar nicht aufgetaucht, sondern er war plötzlich da, und zwar mitten in der Umzäunung. Aber sicher, sicher, und da pflückt er Gänseblümchen, nicht wahr? Wenn Sie mir nicht glauben wollen, überzeugen Sie sich selbst. Hopkins, eine gehörige Portion Kamelmist unterm Sonnenhelm soll in solchen Fällen Wunder wirken. So, diesmal tricksen wir ihn aus. Ich habe die Sache aus dem 100-jährigen Kalender. Da war es allerdings ein Jauchefass. Das macht nichts. Psst, da kommt er. Schau an, ein wackerer 5-Karäter. Jetzt haben wir das rosa Biest. Und seine Mine, die wir uns jetzt teilen können. Was hilft schon der 100-jährige Kalender gegen einen Tausendsasser wie mich? Das ist wirklich wie Goldfischer in der Badewanne fangen, Miller. Wollen wir doch mal ein Bild auf unseren Goldfisch. Das dürfte erst mal reichen. Nach dem 100-jährigen Kalender sollten wir Hagel, Blitz und Donnerschlag bekommen. Ah ja. So, jetzt soll er nur kommen. Ganz gleich von welcher Seite. Ich beobachte alles aus den Augenwinkeln. Er ist weg. Ich werde schon seit geraumer Zeit den Eindruck nicht mehr los, dass Sie hinter allem stecken. Sie kommen mir schon lang spanisch vor. Sie haben nicht umsonst eine spanische Großmutter. Ich verstehe viel Spaß, aber nicht, wenn es um meine Familie geht. Glauben Sie nur nicht, dass ich nicht mit so einem Pusterohr umgehen kann. Sie, Angeber, Sie, das möchte ich doch erleben. Nun, war es ein Erlebnis, mein Lieber? Ich wollte Sie nicht um dasselbe bringen, Hopkins. Davon stand nichts im 100-jährigen Kalender, hm? Lassen Sie die Astrologie aus dem Spiel.
Runde Diamanten wären praktischer, die könnte man rollen. Tja, so ist nun mal der Mensch, niemals zufrieden.